So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Far Cry Primal. Ja, diese Aufnahme läuft so gut, da hänge ich glatt noch eine Folge ran. Einfach, weil ich es kann. Und ja, wir kommen jetzt echt, also mal richtig, richtig gut voran, wenn wir nicht gerade durch eine gigantische Herde von Wollnashörnern ziehen. Mistviecher. Toll, Tiger, dass du da warst, um mich zu beschützen. Wie immer. Das ist schön für dich. Lass liegen. Ich mach das schon. Man hat ja auch nirgendwo seine Ruhe. So, also wir sind auf dem Weg, um ein Isildorf niederzubrennen. Ja, wir machen gerade Roshanis Mission. Die ziehen wir jetzt volle Kanne durch. Ja, es sind halt so Standardmissionen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Aber er gibt uns wertvolle Informationen über die Pläne, die die Isila haben mit unseren Leuten. Von daher kann ich das schon mal verkraften. Na, komm, willst du herkommen? Ja, er hat meine Keule gesehen. Da will ich auch rennen. So, ich glaube, jetzt haben wir wieder genügend Feuerstein. Da waren wir ja in einer Krise, nachdem wir die Festung angegriffen hatten. Aber jetzt sollte es doch alles mal wieder besser gehen. Ja. Hopp, alle. Ja, okay. Ich hätte auch den Aufweg nehmen können. Ups, irgendwas wollte ich doch. K. Wir haben 4 Punkte, dafür bräuchte ich 3, nochmal 3. Da ist das teuer. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Das sollte ja echt jetzt mal kein Problem sein, hier ein bisschen Isila-Zeug niederzubrennen. Warte mal, wir haben doch jetzt eine Stahlbombe. Feuerbombe. Wie werfe ich denn die Dinger eigentlich? G? Für kann. Wartet mal, jetzt muss ich echt mal gucken, wie ich die Dinger werfe. Oder? Nee, warte mal. Nee, ich weiß, wie ich die Dinger werfe jetzt. Stachelbombe. Ich wollte Feuerbomben haben. Bitte schön. Oh. Double Kill. Alles klar. Sehr gut. Oh, wie ich die jetzt schon hasse. Oh, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Thank you.
Irgendwas habe ich doch vergessen hier. Ich wusste es doch. Warum steht das Feld da noch? Ich habe doch... Damit sollte es eigentlich... Da brauche ich Tierfett und Tontöpfe. Okay. Danke. Geht doch. Feuersturm abgeschlossen. Oh Mann, das war scheiße. Die Keulen sind einfach bitter. So, Roshis nächste Mission ist wieder abgeschlossen. Und nun? So, Roshis Mission ist weg. Ja, also da ist aber nicht mehr viel mehr mit Roshis Mission, ne? Also da ist irgendwie jetzt Enderlin, ne? Ich denke mal, wir werden uns jetzt mal das hier vornehmen, wenn wir suchen und retten. Ich glaube, der Typ ist wieder respawned. Der will uns bestimmt eine neue Aufgabe geben. Das ist, ich sehe es so noch vor mir, wie lächerlich wieder wer hingerannt kommt, den Typen umhaut und die Mission einfach weg ist. Also, der Typ ist natürlich noch ein bisschen weggeflogen, ja. Also, das muss ich natürlich dazu sagen. Wir brauchen natürlich gleich noch ein bisschen anderes Zeug mit. Feuerstein, bisschen Hartholz, das Übliche, was man halt so braucht, um Waffen herzustellen. Da haben wir ja einen riesen Verschleiß. Schrecklich eigentlich. So, im Prinzip haben, wenn ich das richtig sehe, die, ja, das ist sogar wirklich der Typ. Das ist der Typ, der letztes Mal platt gemacht wurde. Bla bla bla. Ernsthaft. Jetzt müssen wir wirklich da hoch? So haben wir aber nicht gewettet. Egal, das kriegen wir schon hin. Ah ne, wir müssen hier lang. Immer weiter hoch, immer weiter hoch. Eieiei. Ah ja, hier haben wir letztes Mal die Priester getötet in einem wunderschönen. Ich häng hier. Ich verstehe nicht, wieso der Tiger immer Leben verliert, wenn er einen der tötet. Das ist so einfach sinnfrei. So sinnfrei, habt ihr mich gehört? Sinnfrei. Was ist mit dir los? Oh, da hat jemand einen Wollnashorn gekillt. Respekt. Muss man erstmal schaffen. Vor allem. Wie komme ich jetzt auf den scheiß Berg hoch? Hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Trick. Ernsthaft? Wie soll ich denn da hochkommen? Hier komme ich nicht lang. Keule. Die hat sowas Ästhetisches. Was soll denn der Scheiß? Wie soll ich denn da hochkommen, verdammte Kacke? Irgendwie muss ich auf den Fels verspringen. Ja, okay. Hab's gefunden.
Mann, der doofe Tiger ist aber auch nervig in der Hinsicht manchmal. Schön, wenn die Abenddämmerung kommt, dann ist Eis nicht rot. Das ist beim Wetter nichts. Ja, Taka ist ein richtiges Wundertalent. Ah ja, die Nacht. Wunderschöne Nacht. Okay. In der Nacht ist es natürlich noch atmosphärischer. Kommst du jetzt mal her? Soll? Ernsthaft? Er hat es ausgehalten, den Schlag von der Keule? Mann, friss mehr Fleisch, Junge. Schwächling. So, gucken wir mal. Da liegt was. Gut, das heißt hier lang. Jawohl. Schön weiter, 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 weiter. Den kriegst du. Du wirst ja auch deinen Spaß haben. Ich mag die Keule. Gegen einen Sturmangriff haben sie nichts entgegenzusetzen. Definitiv nicht. Ups. Das kann ich natürlich nicht einsammeln. Hier. Warte mal, Blut. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Oh ja. Die müssen weg. Ich hasse es. Ja, tot ist tot. Ja, du bräuchst mal wieder ein bisschen Leben, ne, Tiger? Nee. Du steckst aber ganz schön was ab jedes Mal. Der kleine. Der ist schwer zu heulen. Hör einfach auf zu heulen. Oh, da kommen deine Freunde. Viel Spaß. Ich bin so gemein. So ekelhaft gemein. Oh, guck mal, die Maske liegt direkt auf dem Weg. Die schnappen uns. Komm mit Tiger. Wölfe können uns gar nichts. Ich habe eine Keule und du bist ein Tiger. Was braucht man denn mehr? Oh, achso, das war ein anderer. Großer. Okay, daraus wäre ich sowieso nicht schlau. Von daher ist es auch gleich egal, was wir damit machen. Ich lasse das Zeug einfach mal an der Wand kleben. Wir brauchen keine seltenen Rohstoffe. Braucht ihr noch mehr Klappe? Meins, meins.
Fleisch, Wolfsfell, jawohl, Tierfett, jawohl. Genau, was ich brauche. Rutsch, 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 rutsch. Na, was ist gleich los? Ihr wisst ja nicht, wo es herkommt. Wisst ihr nicht, wo es herkommt? Hm? Jetzt sind sie alle tot. Ich bin halt ein richtiger Meisterjäger. Ja, den habe ich natürlich nicht gekriegt. Ja, rutschen wir mal hier ein bisschen runter. Opp, 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 opp. Ist das steil? Ja, okay, doch nicht. Hier kommen wir auch noch getrost runter. Perfekt. Na, dann werden wir mal hier noch mal so runterrutschen. Obwohl das doch recht steil aussieht. So. Das doch. Ah, sogar noch stylisch mit Feuer. Ja, du hast dich wieder teleportiert. So ein Cheater. Jedes Mal. Immer bin ich mit cheatenden Kreaturen in einem Team. Oh, guck mal, das ist sogar sowieso noch was. Das haben wir gar nicht gesehen. Ah, da ist sowieso ein Lager. Da müssen wir sowieso hin. So, gehen wir mal dahin. Dann werden wir hier ein bisschen abklappern. Aber hier sind ja noch ein paar Aufgaben. Aber lange wird das hier unten das Spiel nicht mehr beschäftigen. Oh, guck mal, da ist ein anderer Säbelzahntiger. Da ist ein Ziel. Ah, immer schön weiter. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Kein Problem für uns. Wir sind hart im Nehmen, da geht sowas mal. Oh, hey, Leute, alles klar. Oha. Was ist denn hier los? Mammoth-Insel. Ey, das. Also mal ehrlich, dass die da unten campen, ist ja schon, ja, mutig. Richtig, richtig mutig. Verdammt, wir müssen da rüber. So, hier ist ein kleiner Höhlenbär. Wieso flieht er von einem Säbelzahntiger? Das habe ich noch nicht ganz gerallt. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, dass man sich nicht mit größeren Tieren an sich anlegt, weil das sonst viel zu große Probleme bereiten könnte. Weil wenn zwei große Tiere gegeneinander kämpfen, ist klar, irgendeiner wird verlieren und dennoch wird der andere ganz schön, ja, in Mitleidenschaft gezwungen worden sein. Weil da bleibt nicht immer alles ganz, wenn so zwei Giganten aufeinander losgehen. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und deswegen denke ich mal, könnte es sein, dass die nicht so gerne aufeinander losgehen. Ah gut, das sind reine Spekulationen. Na, wenigstens flieht er. Wenigstens flieht er. Das wäre es ja noch gewesen, wenn er jetzt auch noch auf den Zug rankommen würde. Was haben wir? Hartholz fehlt sogar. Ich glaube, wenn das so ist, dann nehme ich mal hier ein bisschen Hartholz mit. Haben ja sowieso nichts anderes zu tun. Oh, Hirsche, wundervoll. So, mehr Hartholz, Tasche voll, kann ich mir tragen. Genau das ist es, was ich lesen wollte. So, Schweine-Sikari-Lager.
Hey Leute, was gibt's? Was los? Stammeskonflikt töten. Ah ja. Oh, guck mal, ist ja gar nicht so weit weg. Was heißt nicht so weit weg, das ist genau um die Ecke. Perfekt. So wie es mag. Kurz, knackig, verwahrlost. Ja, das muss ich jetzt glaube ich nicht vorlesen. Das ist ja immer das Gleiche. Hör auf zu gähnen. Was soll denn der Scheiß? Erreiche den Ort. Ah, das ist doch mir. Ah, das ist doch von der wunderschön. Guckt euch das an, wie schön alles. Ah. Also, die Lichteffekte sind wundervoll. Ich hoffe, du warst es, der mich sehen wollte. Höchstwahrscheinlich. Ja, sogar sehr höchstwahrscheinlich. So, klettern wir mal da so hoch. Tiger, du wirst ja wohl mitkommen hier, oder? Jetzt wird's witzig. Ja, du musst noch eine Etage höher, ist ja klar, ja? Tiger, komm mal bitte raus. Das wird langsam etwas viel. Nee, nee. Da ist ganz schön was los drin, du. Kriegst noch mehr Fleisch. So war es aber nicht geplant, dass du einfach darin stürmst. Ich wurde von meinem Tiger gekillt. Oh, wieso? Ach komm schon, wenn ich verkacke beim Werfen, dann werde ich von meinem Tiger gekillt. Das ist doch auch nicht das, was ich will. Das soll ich denn alles alleine machen lassen, oder was? Außerdem habe ich doch den Typen getroffen. Na gut. Jetzt probieren wir es doch nochmal. So, jetzt schnappen wir uns den Typen mal zuerst dort. Ah, guck mal, jetzt kann ich Bomben werfen. Komm, 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 Attacke, 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 Attacke. ATK, ATK, ATK. Tot. Diesmal machen wir es ein bisschen schlauer. Hoffe ich jedenfalls. Weil gerade war nicht so die Schlauheit in Person hier am Werk. Na, kommen sie jetzt? Komm mal her. Komm raus, Tiger. Komm raus, ja. Ja, jetzt geht's los.
Bitteschön. Gönn dir mal richtig so. Halt, 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 halt. Hab ich euch jetzt alle? Du Tiger? Hier liegen meine ganzen Keulen rum. Das sind deren Keulen. Geil, okay. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Verlass das Gebiet wahrscheinlich. Das war ja mal wieder sehr stealth-mäßig von mir. Ich hab's halt immer noch voll drauf. Einfach mal den ganzen Karren platt gemacht. Naja. Gibt Schlimmeres. Tiger ist auch zweimal K.O. gegangen. Alter, muss ich auch mit drei schweren Typen anlegen, ne? Mit drei schweren Typen. Also, ich hätte ja nicht mal Bock mit zwei, ne? Also, und der gleich mit drei. Obwohl, das haben wir ganz gut geregelt. Der Speer ist einfach über. Zwei bis drei Treffer aus naher Entfernung und der ist tot. Der schwere Typ. Das heißt, mit sechs Speeren schaffe ich im Optimalfall drei Leute. Drei, ja? Drei Elite-Soldaten. Mit einer Ladung Speere. Ich hätte natürlich auch ein paar Flammen reinwerfen. Nein, 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 nein. Ja, jetzt wird's nicht witzig. Fuck! Kommt mir eigentlich ganz gelegen. Sorry, dass du viel einstecken musstest. Nee. Aber das musste sein, jetzt schnappen wir uns noch. Oh, ach so, hat sich schon sowieso schon erledigt da oben. Komm, jetzt geht's los. Ach du Scheiße. Bitte komm wieder zurück. Mann, das schreckt mich doch nicht so. Und überall sind ja Tiere. Das ist doch nicht normal. Oh Mann, ich frage mich, wie es im Survival-Modus eigentlich ist. Gibt's ja auch, ne? Habe ich ja schon vor einiger Zeit als Patchnote angegeben. Dass man dann richtig mit Essen und Nahrung und sowas und Ausdauer. Das stelle ich mir auch ziemlich interessant vor. Allerdings, da wir dann schon mitten im Let's Play drin waren. Ja, ging es halt nicht anders. Ne? Deswegen spielen wir es jetzt normal durch auf Experte. Reicht ja theoretisch auch. Ah ja, Survival-Modus. Vielleicht, wenn ihr ganz lieb seid und ganz höflich drum bettelt, dann kann ich mir noch überlegen, das Ganze nochmal zu machen im Survival-Modus. Stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich geil vor. Was soll der Scheiß? Au! Au, au, au! Was zum? Was zum? Ernsthaft? Ist das wirklich euer Ernst gewesen gerade? Ich wurde attackiert, obwohl ich im Eulenmodus war. Und der hat nicht abgebrochen und ich bin dann mit halb Leben wieder da gewesen.
Oh, hey, komm jetzt. Hör auf mit dem Scheiß. Jo, ey, was war denn da los gerade mit der Festplatte? Ah, jetzt probieren wir es doch nochmal. Ey, es kann nicht wahr sein. Das kotzt mich jetzt richtig an. Ich hatte keine Chance, irgendwas zu machen, richtig? Jetzt aber. Ja, dich nehmen wir mal gleich raus. Bam, Junge! Die gerät keinen Schaden genommen, hervorragend. So lasse ich mir das doch mal angenehm auffallen. Ach, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. So, irgendwo war doch noch einer, den ich da abgeworfen habe. Du warst eins. Ach, du warst hier hinten. Wo ist mein letzter Dings hingegangen? Da. So, dann zünden wir dich mal an. Machen hier mal 48 Pfeile mehr. Wechseln mal hier zu. Und bam. 10 von 16 Leuchtfeuern beanspruchen. Leuchtfeuer der Hisu-Schwestern. Dorfbewohner 195 haben wir jetzt mittlerweile. Wir haben, glaube ich, neue Fähigkeiten, 5 Stück an der Zahl. Da können wir einen Feuertektoren machen und Feuermeister können wir bald auch machen. Jawohl, genau das, was ich brauche. Oh, ich brauche noch echt 4 Stück. Das ist echt blöd. Egal, das schaffen wir schon. Beutetasche ist egal. Irgendwas will ich doch nachgucken. Genau hier. 300 müssen wir erreichen. Gut, das kriegen wir hin. 300 schaffen wir. Es sind ja nur noch 105, ne? Noch 105 verkackte Leute. So, aber ich denke mal, wenn ich auf die Uhr gucke, unsere Zeit ist mal wieder vorbei. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich die 2 Aufgaben inklusive des Lager machen. Und dann, wenn ich das so richtig sehe, sieht das richtig gut aus für uns, ne? Dann haben wir unten fast alles durch. Dann werden wir uns wahrscheinlich mal hier zum Wolf kämpfen. Und dann wird es auch, finde ich, Zeit, mal die Isila-Heimat auseinanderzunehmen. Warte mal, du brauchst die Kraft eines Mammuts, um das Tor zu durchbrechen. Nur Tensei kann dich auf den Kampf mit Batari vorbereiten. Okay, das heißt, die Wolf-Isila-Heimat, dann ist der Süden durch. Und dann können wir uns getrost wieder dem Norden widmen. Da ist noch eine ganze Menge, ja, offen. Unter anderem auch das wunderschöne Blutzahnmammut und Ul, der Böse, der Bösen, der ganz doll Böse. Und das ist ja noch ein Bollwerk, ne? Ganz toll. Aber ey, guckt euch das an, wir haben uns hier richtig durchgeprügelt. Also, wenn wir das hier noch gemacht haben. So, also, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Far Cry Primal. Also, bis dann.